Das sieht doch gut aus. Ja. Also besonders ich. Ja, ich auch. Ja, ihr Lieben, herzlich willkommen. Es ist Zeit, es ist wieder Parkzeit, Herr Keaton, oder? Ja, live in Farbe und sogar bunt. Und dieses Mal nicht im, na, unser letztes Rendezvous. Oh. Hier noch einmal zu sehen. Ja, im Freizeitland Geiselwind, neue Saison 2023, neue Welten, neue Chancen, neue Attraktionen. Ja, und auch dieses Jahr wieder mit dabei, Patrick Keaton. Auch er ist dabei, der Meister. Und ja, in diesem Jahr neue Show, wundervolle Welten von meiner Seite aus in der Tumble Station zu sehen. Im Wechsel mit den anderen Showproduktionen, die man hier im Freizeitland Geiselwind so erleben kann. Genau, genau. Das war jetzt seine eigene Werbung. Jetzt kommen wir zu den Wesentlichen. Die wesentlich unwichtigen. Nein, nein. Was haben wir dieses Jahr? Also, damit wir beim Showprogramm bleiben, Patrick, es finden auch wieder wechselnde Showprogramme statt. Also Eventtage, ne? In den bayerischen Sommerferien. Natürlich. Über 18 verschiedene Sonderevents haben wir auch in diesem Jahr wieder hier im Freizeitland Geiselwind. Unter anderem neu im Programm sind die Cosplay-Tage. Da kommen Cosplayer, unter anderem, wie es der Name auch schon sagt, hier ins Freizeitland Geiselwind und werden die Leute hier begeistern. Ja, auch Prinzessinnen-Tage, unsere Dino-Tage, also die Klassiker, die man aus den letzten Jahren schon kennt. Die Freunde auf zwei Pfoten. Ja, die zweite Plüsch-Party und Ride and Pride. Oder Pride and Ride? Oh, jetzt weiß ich es gerade. Oh, jetzt. Ride and Pride, glaube ich. Jetzt heißt es so rum, ne? Auch ein spezielles Event, mit, also ein Abendevent mitunter, mit Sonderrides bei Nacht, also sprich bis 23 Uhr. Übrigens, unsere Sommernächte haben auch dieses Jahr von 12 bis 23 Uhr geöffnet. Das heißt, ich glaube, das ist am 11. und 12. August, habe ich mitgelesen. Ich wollte es mir noch merken. Ja, ja. Also man kann das ja irgendwo noch einblenden, irgendwie hier, da oder danach. Oder einfach auf diesen Link da unten irgendwo. Also genau, ich glaube, also, Herr Meister, Sie werden das bestimmt schon einfügen, damit man es irgendwie nachvollziehen kann. Genau. Dann haben wir eine bestehende Anlage, eine bestehende Attraktion hat man refreshed. Ja, ich benutze das Wort schon den ganzen Tag, refreshed, weil es ist ja an für sich keine neue Attraktion, aber in einem neuen Mantel. Gewand. Wir feiern in diesem Jahr 30-jähriges Bestehen mit der Attraktion, die da heißt, na? Isola Magic? Ja, jetzt heißt es so, aber besser bekannt als T-Rex World. Da habe ich auch schon mal einen Walkthrough gedreht. Link in der Bio. Ja, da. Und ja, T-Rex World beinhaltet ein Zelt, ein Areal, ein Dschungel, also ein Urzeitszenario mit lebensgroßen Dinosauriern, T-Rex und wie sie alle heißen. Wurde jetzt refreshed, es wurde eine Story hinzugefügt, ein eigenes Sound, ein Soundtrack, genau, und heißt jetzt Insula Magica. Ja, und vor allem, was mich sehr freut, die Dinos sind noch mehr zum Leben erweckt worden. Genau, also durch diese ganze Attraktion, die jetzt beleuchtet wird, komplett mit Schwarzlicht, mit UV-Licht, mit 60 verschiedenen UV-Licht Lichtergedöns. Ja. Erstrahlt die neue Attraktion von außen, wurde komplett erneuert, aber von innen halt einem ganz neuen Glanz. Also auch selbst die alteingesessenen Freizeitparkbesucher, also Freizeitlandbesucher, werden da staunen und begeistert bestimmt rausgehen. Mit einer Story versehen, also auch mit einer Pre-Show vom Schamanen Mago, so heißt der gute Mann, genau, der praktisch die Gäste mitnimmt auf diese magische Insel, wo er die Dinosaurier, die Urzeitriesen praktisch zusammenhält. Wo alle denken, die Urzeitriesen sind ausgestorben. Ja, das ist, also mir gefällt das auf jeden Fall sehr, sehr gut. Also vielleicht für die Zuschauer. Wir werden gerade beobachtet. Wir werden gerade beobachtet und fotografiert. Keine Nüsschen schmeißen, ne? Gegenüber uns steht der Herr Hartmann, unser Medienbeauftragter. Irgendwelche fremden Leute aus dem Bayernpark. Und der Triso. Genau. Yes. Mit dem Friesenmantel. Jetzt kommt er dazu. Jetzt musst du dich aber bücken, mein Süßer. Dich bücke ich mich immer. Sie müssen da reinschauen, man sieht sich jetzt gerade nicht. Hallo. Aber sieht man das wieder? Ich möchte mich gar nicht. Hör doch auf. Passen Sie auf, jetzt hören Sie.
Ja. Die schon noch. Ja, jetzt kommen sie mal. Ja. Ja, jetzt kommen sie alle. Jetzt kommen sie alle mal. Jetzt kommen sie einmal alle ins Bild reinkommen wir. Komm, wow. Sieht man da sowas? Oder? Wir sehen uns selber nicht mehr. Von diesen hochprofessionellen Interviews. Ja, ja, genau. Ja. Ah. Sag doch mal alle 3, 2, 1. Käse! Käse! Käse. So, Freizeitpark News. Genau. Also, ja. Ja. Das ist die neue Crew von Freizeitpark News. Ja. Ja. Das Maskottchen. Ja. Schatten im Hintergrund. Ja. Ja. Unsere Freunde aus dem Bayernpark. Ja. Wir machen uns klein. Dann ist hier der Driso, dann genau. Ist da der Herr Hartmann. Das ist einfach nur Herr Hartmann. Herr Hartmann. Medienbeauftragter vom Freizeitland. Ja, Hartmann. Der verzapft das. Also alles, was euch nicht gefällt, hat er verzapft. Ja, genau. Ja, und wenn also, die Show richtig schlecht war, dann müsst ihr immer zum Kieten gehen. Ja, der kennt nämlich die Leute, die das verzapft haben. Weil die Heidepark-Qualität ist weniger Whisky, ja? Ja. Wir haben immer sehr viel Spaß bei der Arbeit. Ja, wir haben nämlich bei uns im Seaside Resort unsere Saunafässer, die musste er nämlich leer saufen. Ja. Deswegen hat er auch seine Deswegen ist der Ballon vorne dran, aber das kennt René auch. Jackie Cola. Das war was anderes noch. Ja. Rum-Cola. So, Rum-Cola, genau. Ja, nee, ja. Viel Spaß ja. euch noch. Ja. Viel Spaß. Danke, Jan-Fall. Das und jedes wird nicht gut, dann geht der Medienbeauftragte das nicht frei. Nee, einfach ausstrahlen. Hast du überhaupt ein Filmformular ausgefüllt? Ich habe alles. Noch nicht. Ich habe die persönliche Genehmigung. Aber was noch nicht ist, kann ja noch werden. So. Genau. So, jetzt machen wir. So, wir machen mal einen Cut. Cut. Das hat keiner gesehen. Entschuldigung. So. So, René. Ja, gleich. Gleich. Oh, bitte rausschneiden und mal gucken, wenn es gut ist, dann... Ja, schneiden wir alles besser auf. Nein, alles gut. Wo waren wir stehen geblieben? Müssen weitermachen könnte ich... Also sie läuft auf jeden Fall, genau. Ja. Nee. Also wir hatten... Warte mal, wo waren wir stehen geblieben? Wir haben die Shows, Insula Magica und jetzt müssen wir noch auf andere... Yulby. Genau, jetzt gehen wir rüber zu Yulby. Auch dieses Jahr neu ist Yulby Go. Ja, aus dem Hause Magnext. Magnext. Ja, jeder kommt ins Freizeitland Geiselwind. Ja. Einzigartig in Deutschland, oder? Kann man schon sagen, oder? Nein, Yulby Go ist ja quasi, das gibt es schon, also von den Freizeitparks in Bayern hat das bis jetzt nur Geiselwind. Ja, das wollte ich ja sagen. Also genau. Wir reden ja von Bayern. Genau. Bayern aber ist ja eigentlich erst so ein geschlossenes Land für sich. Ja, genau. Ich als Norddeutscher bin ja hier Ausländer. Das stimmt. Ja? Ich meine, die Franken und die Bayern sind ja auch nochmal so ein bisschen separat zu sehen. Was soll das denn heißen, Herr Meister? Sie werden von Mal zu Mal unsympathischer. Ja, ich weiß. Ich wäre auch professioneller. Nein, alles gut. Also Yulby Go kommt ins Freizeitland Geiselwind. Ja. Und wir haben 6 Filme. 6 verschiedene Welten, die man erleben kann, eintauchen kann. Bis zu 5 Personen gleichzeitig können diese Attraktion nutzen. Für junge Kinder wie auch für die Älteren. Also ich glaube, ab 12 Jahren ist das, bin ich der Meinung, genau. Freigegeben. Genau. Und ja. Das ist allerdings nicht im Eintrittspreis inkludiert, sondern das müsst ihr extra bezahlen. Kostet allerdings genauso wie im Europapark oder woanders nur 6 Euro. Und ich sag's jetzt von meiner persönlichen Seite, ich finde es in Ordnung, weil wir kann auf der Fläche nur 5 Leute zulassen. Ja. Und das ist auch daran geschuldet, dass sonst kommen zu viele und man kann die Masse nicht abfertigen. Richtig. Also das hat alles seine Richtigkeit und ist auch nichts Unnormales. Da muss man auch nicht großartig sich jetzt rechtfertigen, glaube ich. Genau. Also das ist eine Attraktion, die lohnt sich da nochmal für 6 Euro Zuschuss. Und man kann auch als externer Gast, auch als Ressortbesucher, genau, da diese Attraktion besuchen. Aber da sieht dann die Preisgestaltung noch etwas anders aus. Genau. Das ist ja ganz klar. Das wäre ja sonst ansonsten unfair für den Parkbesucher. Eben. So, und dann gehen wir auch schon weiter, und zwar Forbidden Kingdoms wird erweitert. Es wird erweitert nach Ägypten, nach dem alten England, nach den Mayas. Ja, gesellen sich die Wikinger dazu. Hey, hey, Wiki. Genau. Also nicht Wiki, nein, das wäre ein ganz anderer Park. Aber die Wikinger, sie kommen und mit neuen Attraktionen, die du gerade mal so nennen darfst. Ja, wir haben zum einen einen Booster dann hier. Ja. Und zum anderen haben wir einen interaktiven... Eine Familienattraktion, der, Familien, also der Lebensbaum. Der so, Lebensbaum, genau. Haben skandinavische Namen, die wir... Ich kann dies nicht hier aussprechen. Noch mal, hier nochmal irgendwo einblenden. Ja. Ja, kann man. Kann man nicht aussprechen. Kann man nicht aussprechen. Muss man. Ja, und wie gesagt, ansonsten hat das Freizeitland Geiselwind auch dieses Jahr wieder alles gemacht, damit sich die Parkgäste wohlfühlen. Und ja, also ich glaube insgesamt ein rundes Angebot wieder mal. Trotz dieser ganzen Energiekrise und so weiter haben wir mit 1 Euro Erhöhung. Genau, das wollte ich auch noch dazu sagen. Das muss man mal so mal betonen. Also
Ja. Aber wer sich eine Saisonpasskarte kauft, darf man ja auch nicht vergessen, dass das also seine Jahreskarte lohnt sich auch insofern ja auch mal, je nachdem, wie oft man kommt. Und zum anderen darf man auch nicht vergessen, dass diese Abenteuerpass-Geschichten auch involviert sind mit oder so ein Netzwerk von Freizeitparks noch genau. inkludiert also, sind. Genau, das sind verschiedene Parks europaweit mit Partner und man kann bis zu 50% sparen. Ja. So, ich glaube, in diesem Sinne haben wir soweit alles. Und kommt in den Park, kommt nach Freizeitland Geisewind. Wir freuen uns auf die treuen Fans, wie auch auf die alten Fans und vielleicht auf ihn ja auch. Man weiß es nicht. Oder auf ihn oder auf neue. Wir freuen uns auf ein tolles neues Jahr, tolle Saison 2023 voller Action, Fun und Abenteuer für die ganze Familie. Ciao. Gut. So. Ja.